ist schön. Das ist schön, mein alter Freund Burkhard. Wie lange kennen wir uns, Burkhard? Burkhard. Ja, genau, Burkhard. Das ist echt lange her. Das ist, aber wir haben uns nach vielen Jahren das erste Mal wieder gesehen, oder? So richtig. Ja, du warst nur ein Konzert in Berlin. Ja, genau. Ja, Freiheit. Mensch, auch das noch. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe natürlich, als ich dieses Album schrieb, habe ich mir gedacht, kannst du jetzt mit so einem Ding um die Ecke kommen? Natürlich hat jeder seine eigene Definition davon. Und ich betone immer bei den Konzerten oder auch bei Interviews, es ist mein persönliches Nachdenken über Freiheit. Und meinetwegen ist auch der Diskurs eröffnet, wie auch immer. Und ich kann nur über das reflektieren, was ich selber erlebt habe und was ich selber erlebe. Und für mich ist Freiheit zum Beispiel die Möglichkeit, wählen zu können zwischen zwei Sachen. Das ist Freiheit. Und ich komme aus einem Land, oder ich wurde in einem Land geboren, wo man diese Freiheit nicht hatte. Was aber nicht heißt, dass, dass nur weil man sie in diesem Land nicht hatte, man sie jetzt automatisch hat. Das, davon wird nämlich mal ausgegangen. Dass nur weil wir irgendwas nicht hatten, ist es jetzt da. Nein, so ist es auch nicht. Also man muss es ein bisschen subtiler betrachten. Das habe ich auf diesem Album versucht. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Das sind die ganz besonderen Konzerte, wo man den Leuten direkt in die Handykamera gucken kann und nicht von weit weg. Das ist toll. Also quasi Close-Ups ohne Ende. Wie beginne ich jetzt? Jetzt haben wir einen sehr geschwätzigen Abend, mal sehen, was das heute wird. Freiheit, ja. Ganz liebe Song, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen berauschenden Abend im Kaminzimmer. Mit 30 Grad. Es wird noch wärmer, kann ich euch versprechen. Okay. So weit und weg, Freiheit, ein kleines Zeichen.